Okay, dann gucken wir noch mal in eine andere Richtung. Ich will Cure mal im Hintergrund und gucken noch mal in eine andere Richtung. Das Ziel ist es weiterhin, Tank-E-Builds zu bauen. Ich würde halt übel gerne, also ich will ignorieren die hier mal alle. Guck mal. Titanic Hydra first. Ich glaube, Blade ist trotzdem ein gutes Core-Item. Also vielleicht gehen wir Tiamat into Blade, into Titanic, into Tank-Item und dann noch mehr Tank-Items. Und das könnte actually ein ziemlicher Banger sein. Brauchst du einen Yumi-Sklaven? Nee, tatsächlich nicht. Ich brauche hier unverfälschten Wettbewerb vor allem. Tiamat into Hardsteel into Blade into Hardsteel into Titanic. Hardsteel so spät zu bauen. Ich glaube tatsächlich, dass wir Hardsteel basically skippen können. Weil Hardsteel so spät zu bauen im Jungle ist halt wirklich in. Also Tiamat first ist, glaube ich, sowieso witzig momentan. Oder was heißt momentan, ist auf Yi schon immer witzig. Halt nicht wirklich gut, aber witzig. Hey Mango AI. Wie sage ich meinem Crush am besten, dass ich auf sie stehe? Gib ihm ihr einfach ein Kompliment und sag, dass du gern Zeit mit dieser Person verbringst. Sei ehrlich und direkt, ohne zu aufdringlich zu sein. Viel Glück. Solche Antworten, ich glaube, ich habe eine gute Idee für eine einzige Instruction, die solche Antworten weitaus spannender macht. Das war mir nämlich ein bisschen zu konstruktives Feedback, ehrlich gesagt. Oh, ich freue mich ja so, die Recross-Booster aufzumachen, Alter. Ey, wenn ihr mich jetzt hier in eine Recross-Sammel-Geschichte reindrückt mit den Boostern, ne, dann dürft ihr euch den Rest eures Lebens anhören. Sag ich, wie es ist. Okay, was ist das Gegnerteam? Das Gegnerteam ist ziemlich damage-lastig, das gefällt mir. Wir gehen hier mit einem schönen Ghost. Wir könnten auch mit Ignite gehen, aber Ghost ist, glaube ich, besser. Wir bleiben mal bei den Tank-Runden, die wir haben. Gegen Echo ist tatsächlich auch kein einfaches Matchup mehr. Okay, wir haben einen Plan. Wie wäre es jetzt mit 300 Startgold? Ja, wir wurden hier ein bisschen geblockt, leider. Ja, hätte ich gern genommen, aber ist okay. Und sobald wir das Tiamat haben, das ist das Geile, müssen wir nicht mal mehr ganken. Bis dahin können wir mit Ghost alles zugänken. Und sobald wir mit Tiamat haben, können wir einfach so viel farmen. Ich schwöre, wenn mein Tiamat da ist, ne, wir werden so farmen. Sieht erstmal nach guten Trades aus. Das ist ein Echo, der hat wahrscheinlich hier angefangen. Pass mal hier auf. Mitte wird safe gegankt, gleich so wie der gepusht ist. Das ist ein Vel'Koz. Den würde ich auch ganken. Oh, Top wird jetzt schon all-in. No. War noch nicht so weit. Also ich komme jetzt. Ja, 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 ja. I got you. Halt durch. Oh, 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 oh. Großartig. Die Minions machen den nicht, oder? Nee, okay. Chill, ich hatte Angst, Mann. Ich wollte dir helfen. Ja, du rettest jemandem das Leben und der pinkt dich. Das war ja so schlecht von ihm, holy shit. Oh, actually, this might be good. Den können wir mal noch machen, by the way. Ja gut, 4-0 Draven. Auch dieses Game wird tendenziell etwas schneller zu Ende gehen, als man es vielleicht denkt. Habe ich das Gefühl. Da haben wir sehr gut aufgesetzt, das Game. Das wird ein Feed-Contest zwischen Tanky und Full-Damage Draven. Aber ist kein Problem. Mit meinem Tiamat wird das was. Richtig? Boots. Baue ich jetzt straight up Attack Speed Boots? Ja, ne? Ich glaube, das ist das Play hier. Und dann gehen wir für Blade und dann für Tank. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir heute noch den seltenen Tanky zu sehen. Oh, wie schnell sich das jetzt direkt hier cleart. Boop. Beautiful. Das ist jetzt so ein typischer Fall von, langsam müsste das Gegnerteam mal einen Kill kriegen. Ansonsten endet das Game wieder schnell. Das ist so geil, wenn man Q't und der Tiamat Proc so viermal so zing, 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 zing macht. Das ist so geil. Ching. Oh mein Gott, wirklich? Oh mein Gott. Ich habe keine Attack Speed. Ich habe die ganze Zeit auf die Auto-Attacks gewartet, damit ich meinen Q-Reset kriege. Aber da kam keine Attack Speed. Aber ist nicht schlimm. Ich habe einen Kill gekriegt. Bin zwar auch gestorben, aber das ist der wichtige Motivationskill für die Gegner. Den mussten wir geben, um das Bild wirklich testen zu können. Der hat keine Passive, der stirbt ja actually, wa? Never mind. Oh, du gehst wieder rein? Er kennt ja gar nichts. Der stirbt. Oh mein Gott, der stirbt nicht. Oh mein Gott, was für ein Timing. Boah. Guck mal, was ich auch für ein Wave-Clear hab dadurch. Das ist ja sick. Ich kann ja echt mal helfen beim Pushen. Das ist ja richtig angenehm. Gegner wollen das aber auch nicht gewinnen. Ey, sie laufen auch richtig unlucky rein, ne? Tiamat-Start ist auf jeden Fall schon mal wieder ein schönes Ding. Losable? Fragezeichen? Nevermind, der hat Passive. Hängt der sich denn da oben? Oh, actually? Actually immerhin ein Kill für mich. Also so war es halt nicht geplant, aber... Sie mir verulten, ne? Nee. Bin eins getot im Team. Echt, reportable.
Ist seriously reportable. Das ist auch reportable, mein Freund. Ich war gerade Top Lane. Okay, aber meint, du weißt es. Aber wie planst du zu entkommen? Oh. Ja, das mit dem Entkommen üben wir noch ein bisschen. Oh, Lukas, du Idiot. Wow, gut gemacht von ihm, dass er aus dem Busch gewählt hat. Ich dachte so, okay, ich habe eigentlich keine Konsequenz, wenn ich jetzt cure. Es gab eine Konsequenz, wenn ich cure. Und das, halt, das ist so eine Situation, da merkt man halt krass, dass so ein Early-AD-Item einfach viel schlechter ist auf Mastery, weil der Attack-Speed einfach so viel besser ist für ihn. Okay, hier ist der Revenge-Arc von den Gegnern. FF ist nicht mehr drin. Immerhin erhöht es die Chance, Tanky zu testen. Ja, so denke ich gerade auch. Immer wenn ich so denke, so, oh, die Gegner müssen noch Kills kriegen, dann verliert man für gewöhnlich das Game, in meiner Erfahrung. Aber wir hoffen einfach mal, so weit kommt es heute nicht. Ja, der Bug ist immer noch drin, dass man mit A nicht angreifen kann, während Shelly charged. Oh, hey! Ich bin fast. Oh, no! I'm still fast, though. Das ist schlecht jetzt. Das ist eine interessante Shelly vor allem auch. Die geht durch, der Charge. Limau. Echo, du machst jetzt aber nicht einfach deine Crux, oder? So einer bist du jetzt nicht. Okay, nee, er ist weggegangen. Alright, immerhin. Ey, witzigerweise, die Shelly hat mir gerade das Leben gerettet. Sonst hätte ich wollte halt eigentlich Red Trinketen und dann wäre ich einfach in die Echo-Q reingelaufen. So, gehen wir jetzt... Ja, wir gehen jetzt erst für Titanic, würde ich sagen. Boah, Titanic ist schon teuer, ne? Wir könnten natürlich auch erst für Radiant Virtue gehen. Aber dann hätte es keinen Sinn ergeben, das zuerst zu bauen. Ne, lass uns mal Titanic bauen. Wir sind schon hier. Wir sind schon hier. Bauen wir Titanic. Hier ist irgendwo Echo, my friends. Please be careful. Da sind 5 Gold. Never mind. Ich hole meinen Red Buff und join euch dann. Okay, Draven hat das recht gut unter Kontrolle, habe ich das Gefühl, ehrlich gesagt. Mal sehen, ob er was gegen den... Oh, die holen den actually, no? Ja, die holen den. Oh, die holen den actually! Ich glaub's nicht. Das war mein Smite. Was ist das denn? Duskblade? Macht man das? Duskblade Kalista? Wir könnten hier immer noch draken, wa? Boah, das wird aber definitiv contested werden. Okay, nice, never mind. Ghost ist so geil manchmal, ne? Nice. Okay, ich dachte, er hätte uns jetzt beide geplayt, aber hat er nicht. Okay, also dass ich das überlebt habe, war, Alter. Ich sag, meine 2 Ruby Crystals? Die haben Impact gehabt. Die hatten definitiv Impact. Tatsächlich ist es doch jetzt sogar besser, noch mehr Leben zu kaufen erstmal, oder? Weil das mit Titanic Hydra skaliert. Was passiert hier denn? Oh. Draven ist hier ein bisschen auf der Jagd und wird jetzt actually gefangen. Und dann komme ich. Oh! Der Damage! What the fuck? Oh, der Titanic Hydra Damage auf dem Squishy. Holy shit, das war viel. Oh mein Gott. Oh. Alter. Was ich überlebe allein schon mit Titanic. Ich habe wieder Ulti jetzt. Ich könnte auch gut einmal back, aber ich kann auch noch 500 Gold sammeln und dann erst back. Beides möglich. Ich habe inzwischen den Smite auch so zu schätzen gelernt als Damage-Instrument, ne? Ich benutze den so oft inzwischen zum Damagen. Was? Geht's dir gut? Oh, Junge, und du gehst hierhin zurück? Glaub mir, das war's nicht. Oh, jetzt geht Draven solo rein und der wird sie alle töten. Der wird sie actually alle töten. Nein, Leo Carter 007. Actually, Baron ist ein super schlechter Call. Dann gewinnen wir. Ich möchte gerne noch Dingens kaufen. Ich möchte gerne noch Radiant Virtue kaufen. Das finanziere ich mir jetzt hier. Guckt euch das Leben an. 2750 Leben. Also sie haben halt eben gesehen, dass sie den Draven töten können. Ich glaube, deswegen haben sie noch eine Hoffnung. Jetzt intet der Zac auf jeden Fall ein gesundes bisschen. Aber ja, okay. Ohne den Engage von Klett haben sie keine Chance. Nee, geht mal raus da jetzt. Lasst jetzt mal ein bisschen recovern. So, was passiert, wenn ich jetzt meine Aktive drücke, kriege ich noch mehr Leben, ne? Und ich heale die in meinem Umfeld. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich mal Zeit für einen Damage-Test, wa? Ich glaube, die denken, sie können uns hier einkesseln. Aber Ashley kesseln wir sie ein. Okay, Radiant Virtue. Mehr Leben, mehr Hydro-Damage. Genau, das ist auch so ein bisschen der Gedanke hinter dem Bild. Ich will halt einmal ohne Draven so einen kleinen Fight engagen, um mein Initial Damage abzuschätzen, damit ich mal sehe, wie viel da so rauskommt. Oh, okay. Oh my. Ja, und womit macht die mir Damage genau?
Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sterbe nicht. I just don't die. Let's not. Komm, ich will noch ein Fight. Kein Fight mehr? Na gut. Okay, aber das war schon krass, wie ich einfach unter den Tower rennen konnte. Dank den Tank-Items bin einfach hinterhergesprungen. Meine Q macht 2 Milliarden Damage, weil Titanic Hydra. 12-2 Fat Yi würde auch so Non-Tank klatschen. Ja, aber dann hätte ich nicht gerade unterm Tower von einem Yasuo geultet werden können und von einer Kalista und die beide töten können. Also, mein Ergebnis für Radiant Virtue? Ja, doch. Also in der Konstellation gerade hat das gut geklatscht. 10 out of 10 würde ich empfehlen, aber wahrscheinlich in Rank trotzdem nicht so gut wie das Rageplay-Build.